Skispringerin Chiara Hölzl ist in Oberstdorf nicht zu schlagen. Auch am zweiten Tag siegt die Österreicherin und erobert damit das gelbe Trikot. Juliane Seifert verpasst beim Weltcup auf der Schattenbergschanze das Podest. Als Beste im DSV-Team belegt die Thüringerin Rang 5. Im ersten Durchgang bringt sich Seifert in eine exzellente Ausgangslage. Die Athletin, die den Aufwind liebt, trotz dem Rückenwind, springt starke 123 Meter und positioniert sich auf Rang 3. Chiara Hölzl, die gestern mit Schanzenrekord gewonnen hat, setzt sich mit ihrem ersten Sprung erneut in Führung. Kein gutes Skisprungwetter in Oberstdorf. Mit strömendem Regen haben die Damen auf der Großschanze zu kämpfen, auch im zweiten Durchgang. In dem kann Juliane Seifert ihre Leistung nicht wiederholen. 114,5 Meter nur ihre Weite. Damit fällt die 29-Jährige letztlich zurück auf Rang 5. Der Heimvorteil hilft den deutschen Springerinnen nicht. Katharina Althaus, die Lokalmatadorin, landet nur auf dem 19. Rang. Anders die Österreicherinnen. Marita Kramer, der erst 18-Jährigen, gelingt der weiteste Satz des Tages. In Sapporo konnte sie ihren ersten Weltcupsieg feiern. Heute schafft sie es mit 137 Metern im zweiten Durchgang auf Rang 3. Hinter der Norwegerin Maren Lundby, die als Zweite ihre Gesamtführung heute aber abtreten muss, an Chiara Hölzl. Die 22-Jährige feiert ihren vierten Weltcupsieg. 129 Meter mit ihrem zweiten Sprung. Damit verteidigt sie ihre Führung vor Lundby und Kramer. In Gelb wird Hölzl nächste Woche zum Heimweltcup nach Hinzenbach reisen.